Liebe Geschwister, ich habe in den letzten Tagen ein sehr bereicherndes Gespräch gehabt. Und wir sprachen darüber, wie es denn sein kann, dass wir als Muslime, die zum Islam gefunden haben, immer noch so Konflikte unter uns haben können. Das war so das grobe allgemeine Thema. Und wie es sein kann, dass wir als bewusste Muslime noch Mängel darin haben können, den Islam anderen gut vorzuleben und auf beste Art und Weise zu ihm einzuladen und gute Beziehungen zu unseren Mitmenschen insgesamt zu haben. Wie kann es denn sein? Und diese Frage, sie blieb bei mir die letzten Tage und inspirierte mich zur folgenden bescheidenen Antwort. Liebe Geschwister, von den 120.000 Sahabis erfuhr es einem, dass er die Mutter eines anderen Sahabis beleidigte, auch rassistisch beleidigte. Und dies wurde dem Propheten zugetragen, sallallahu alaihi wasallam, und er fragte diesen Sahabi, hast du die Person beleidigt? Und er sagte, ja, er gab es zu. Und hast du seine Mutter auch beleidigt? Ja, die wie gesagt keine Araberin gewesen ist und damit war das auch eine rassistische Beleidigung. Und er sagte, ja. Ja, die Prophetengefährten, das zeichnete sie aus, sie gaben zu, was war, wahrheitsgemäß. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, daraufhin, und hier sehen wir den erzieherischen Ansatz. Hier geht es nicht nur um Wiedergutmachung, ja, bitte ihn um Vergebung, mache ihm ein Geschenk, sondern die Ursache wird angegangen, auf eine erzieherische Art und Weise. Und er sagte, Inna kamru'un fika jahiliya. Du bist jemand, der immer noch Jahiliya in sich hat. Und dieser Sahabi antwortete, Ala hini sa'ati hadhihi min kibari sin. Jetzt, wo ich schon so alt bin und schon so lange im Islam, subhanallah, ja. In ihm konnte noch etwas von der Jahiliya stecken, was aus seinem Herz dann herauskam. Obwohl er betagt gewesen ist. Und obwohl er, subhanallah, lange, lange, lange Muslim war und ein sehr verdienstvoller Muslim war. Es geht um Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu. Einer der ersten Muslime, liebe Geschwister. Manche sagen, er war der fünfte oder sechste Muslim, der dem Ruf des Gesandten folgte, sallallahu alaihi wasallam. Und noch Jahre später, liebe Geschwister, noch Jahre später, trotz dessen, dass er so verdienstvoll gewesen ist und er war ein bedeutender Asket, subhanallah, der später sogar mit vielen Prophetengefährten Meinungsverschiedenheiten hatte, aufgrund dessen, dass er damit nicht klarkam, dass viele Prophetengefährten den Weg der Dankbarkeit gegangen sind, also sie nahmen die Gaben Allah Ta'alas an, um dafür dankbar zu sein, anstatt den Weg der Entbehrung und der Geduld. Und er kritisierte sehr viele dafür auf eine sehr harte Art und Weise. Aber subhanallah, liebe Geschwister, wenn es einem solchen edlen Sahabi widerfahren kann, dass in ihm noch Reste der Jahiliya hervorbrechen, und das ist das eigentliche Thema der Khutbah, wie steht es dann erst um uns? Weil Abu Dharr al-Ghifari, ja, subhanallah, er ist einer der Sahabis. Und die Sahabis sind, wie Imam At-Tahawi in seiner Aqidah festgelegt hat, die beste Generation aufgrund von authentischen Ahadithen und Koranversen. Und wir wünschen dieser gesamten Generation Allah Ta'alas Wohlgefallen. Subhanallah. Und von jedem einzelnen von ihnen meinen wir Gutes und erhoffen das Beste, so er denn nicht unter denjenigen sich befindet, die namentlich genannt worden sind vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie das Paradies werden betreten.
Es geht also um uns, liebe Geschwister. Es geht um uns. Und wir sollten uns schämen, und dafür sind diese Einleitungen da, diese Vergleiche da. Wenn ein solch edler Sahabi etwas mit sich schleppen kann oder dass etwas nochmal in ihm hervorbricht, wie sieht es dann erst mit uns aus, liebe Geschwister? Die unvergleichbar weniger für den Islam getan haben, die viel jünger auch sind, viel weniger Zeit im Islam verbracht haben, viel weniger Aufopferungen. Das erste, was der Prophet zu ihm gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, kehr zu deinem Stamm zurück und warte auf meine Anweisungen. Abu Dharr, er ging zur Kaaba und verkündete, dass er Muslim ist. Subhanallah. Ja? Wie steht es, liebe Geschwister, um uns? Und als allererstes, liebe Geschwister, brauchen wir eine, ich sag dazu, Kultur, eine Voreinstellung des Zugebens. Und Allah Ta'ala lädt uns dazu auch ein. Allah Ta'ala hält im Koran fest, in der 9. Sure, ungefähr der 102. Vers. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Und andere, sie geben ihre Sünden zu. Und sie haben Gutes mit Schlechtem vermischt. Auf das vielleicht Allah ihnen ihre Sünden vergeben möge, ihre Reue annehmen möge. Denn Allah Ta'ala ist vergebend und barmherzig. Asa, vielleicht, auf das. Was bedeutet Asa, liebe Geschwister? Dass wir das auch niemals falsch verstehen. At-Tabari hielt fest, Asa im Koran bedeutet Haq, bedeutet Wahrheit. Das heißt, so wird es sein. Und Abu Ubaida, er sagt, dass jedes Asa im Koran eine Beantwortung, eine positive Beantwortung Allah Ta'alas meint. Und Ali Ad-Dimashqi Al-Hanbali, er sagte, dass das Wort Asa Hoffnungen weckt. Ja, oh, auf dass Allah Ta'ala sich ihnen reuevoll, auf dass Allah Ta'ala ihre Reue wird annehmen, denn er ist der Vergebende, der Barmherzige. Ja, dieses auf das, dieses vielleicht, weckt ja Hoffnungen. Und wenn jemand einem anderen Hoffnungen weckt und dann nicht erfüllt, ist das eine schlechte Eigenschaft. Und Allah Ta'ala ist zu großzügig, als dass er Hoffnungen erwecken würde und sie dann nicht erfüllen täte. Ja, das heißt, und er führte einen Ittifaq der Koran-Kommentatoren auf, dass Asa im Koran, wie gesagt, Sicherheit wiedergibt. Das heißt, wir dürfen ruhig übersetzen, bestimmt wird Allah Ta'ala ihre Reue annehmen, denn er ist der Vergebende, der Barmherzige. Aber wem? Denkt an die Einleitung. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا. Eine Gruppe, die zugibt, die einsieht. Fina Jahiliyyah. In uns ist Jahiliyyah. In uns sind sehr, sehr viele unislamische Voreinstellungen, liebe Geschwister. Vieles, was wir gar nicht erst in uns finden an Eigenschaften oder was uns nicht anerzogen worden ist, was in uns ist, aber nicht hingehört. Und umgekehrt, liebe Geschwister, Dinge, die in uns sein sollten, aber nicht drin sind. Subhanallah. Und da müssen wir zugeben. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Wir müssen also verstehen, wer sind wir? Wodurch werden wir geformt? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, An-nasu ma'adinu ka ma'adini dhahabi wal-fidda. Khiyaruhum fil jahiliyya, khiyaruhum fil islam, idha faqihu. Die Menschen sind wie Bodenschätze, wie Edelmetalle, so wie Silber, so wie Gold, so wie die Edelmetalle des Silbers und des Goldes. Und die Besten von ihnen in der Zeit vor dem Islam sind auch die Besten von ihnen im Islam, wenn sie die Religion verstanden haben.
So sind wir Menschen also, liebe Geschwister. Wir haben, ja, die einen von uns sind Eisen. Und sie können der Umma, der Gesamtgesellschaft dienlich sein, durch ihre Eigenschaft Eisen zu sein. Und andere, sie sind Kupfer, andere sind Gold, andere sind Silber. Und darin liegt auch keine unbedingte Hierarchisierung. Denn für vieles kann man Gold nicht gebrauchen, liebe Geschwister. Kann man aus Gold Autos machen? Macht das Sinn? Oder Flugzeuge? Nein, aber wenn jedes Element an seinem Platz wirkt, wie in einem Uhrwerk, jedes Zahnrad, jede Schaltung hat seine Funktion und kann die Funktion der anderen nicht ersetzen, beziehungsweise kann auch nicht ersetzt werden. Aber dadurch kommen wir zur Entfaltung, liebe Geschwister, wenn wir die Religion verstehen. Wenn wir uns verstehen und die Religion verstehen, wir müssen verstehen, wofür sind wir da? Der Prophet Muhammad Sallam hat Sahabis entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten auserkoren für spezielle Aufgaben und setzte Abu Bakr und Omar, Allahs Wohlgefallen sei auf beiden, für Aufgaben ein, die er anderen nicht mitgegeben hat. Wie auch umgekehrt, subhanallah. Was ist unsere Grundausstattung? Wo neigen wir zu Fehlern? Wo haben wir Schwächen? Wo müssen wir an uns arbeiten? Wo brauchen wir auch unsere Geschwister, unsere Eltern innerhalb der Selbsterziehung? Ibn Abbas überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Asaj gesagt hat: Du hast zwei Eigenschaften, die Allah liebt. Das Mildsein und die Geduld. Und Asaj, er fragte, radiyallahu anhu, Atakhalaqu bihima am jabalani Allahu alayhima? Habe ich mir das anerworben, diese beiden Eigenschaften? Oder legte Allah Ta'ala mir dies in meine Natur? Bal jabalaka Allahu alayhima. Allah Ta'ala legte dir diese beiden Eigenschaften in deine Natur. Und er sagte, Alhamdulillah, dafür, dass Allah Ta'ala mir zwei Eigenschaften gegeben hat, die er liebt. Subhanallah. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, ich meine, dass er dafür da ist, dass wir in uns gehen und schauen und vergleichen anhand dessen, was wir vom Islam wissen. Welche Eigenschaften gab Allah Ta'ala uns mit als Geschenk seinerseits für uns, damit wir dieses verwenden, um auf diese Art und Weise quasi ohne Zutun, ohne wirkliches Zutun, die Gnade von Allah Ta'ala zu erhalten. Was haben wir in uns drin? Was können wir geben? Wovor sollten wir uns lieber zurückhalten? Weil da werden wir vielleicht Chaos veranstalten oder nicht die Leistung bringen, die von uns gefordert ist. Wir müssen nicht nur auf uns schauen, sondern auch auf die Einflüsse um uns herum. Unsere Eltern sind auch nur Menschen. Wir wachsen vielleicht damit auf, dass sie fehlerlos sind als Kinder. Wir bewundern sie, wir verehren sie. Aber mit der Zeit merken wir auch, sie sind genauso auch Menschen. Mit der Zeit merken wir auch wir sind Menschen. Was haben sie uns vielleicht mitgegeben? Aufgrund von Unwissenheit, aufgrund von einer guten Absicht, aber was dennoch vielleicht falsch gewesen ist, was uns vielleicht auch nachhaltig prägt. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, den Einfluss der Eltern beschreibend, dass jedes Kind geboren wird mit der natürlichen Veranlagung, mit der Ausrichtung auf Allah Ta'ala. Aber die Eltern, sie machen aus ihm einen Christen oder machen aus ihm einen Juden oder machen aus ihm einen anderen Religionsanhänger. Aber die Grundausrichtung ist die der Gottergebenheit, der Fitra, des Islams. Was haben uns unsere Eltern vielleicht mitgegeben? Was schädlich ist? Oder was konnten sie aufgrund ihrer Schwächen uns nicht weitergeben, was vielleicht wichtig gewesen wäre? Als Feststellung, damit wir an uns arbeiten, damit wir versuchen, uns in unserer Selbstentfaltung
zu ergänzen. Ja, dass wir nicht nur Bodybuilding machen, dass wir Charakterbuilding machen. Ja? Und dass wir dann dort, ja, man braucht Trainingspartner, man braucht einen Plan, man braucht Wissen, wie funktioniert die Charakterbildung. Die Gesellschaft. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, fangen wir an bei den Nahestehenden. Er sagte, Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Dass die Person so religiös ist, wie sein enger Freund, der Khalil, ja, mit dem er viel Zeit verbringt. Also sie sind ineinander verwoben quasi. Ja? Du bist so religiös wie dein bester Freund. Deswegen pass auf, wen du dir zum engen Freund nimmst. Wo stehen unsere Freunde? Wo stehen wir als Freund für unsere Freunde? Dann eine Stufe runter. Vielleicht keine Freunde, aber wir verbringen mit ihnen viel Zeit. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf eine Gruppe, die uns schockieren sollte. Dazu später mehr. Dass ihr Gleichnis das Gleichnis eines Parfümhändlers bzw. Eines Schmiedes ist. Und vom Parfümhändler kann man entweder mitbekommen, dass man Parfüm kauft. Und selbst wenn nicht, dadurch, dass man mit ihm Zeit verbracht hat, ja, der Duft des Parfümes begleitet einen. Man hat bereits davon profitiert und vielleicht auch etwas davon mitgenommen. Und der Schmied, ja, durch seinen Blasebalg, ja, wird er entweder deinen Körper oder dein Gewand in Brand setzen. Und selbst wenn das nicht passiert, so wird dich sein Rauch, dieser unangenehme Geruch vom Schmied begleiten. Subhanallah. Und um wen geht es? Geht es um die besten Freunde? Geht es um die Clique? Ja? Al-Jalis, derjenige, wortwörtlich, der mit einem viel sitzt. Ja? Hier geht es also um eine körperliche Nähe. Die Umgebung, das Umfeld, was man sich teils auch nicht aussuchen kann, aber die bei einem sind. Ja? Jalis ist der Sitzende, ja? Jalis, derjenige, der viel bei einem sitzt. Und sie haben einen Einfluss auf uns, subhanallah. Die Gesellschaft. Der Prophet Muhammad, er beobachtete Gesellschaften. Ich erwähnte den Hadith über die Römer und die Perser, dass sie während der Stillzeit mit ihren Frauen intim sind. Und der Prophet sah dies, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, daran kann ja kein Schaden liegen, weil sie haben keinen Schaden davon. Deswegen erlaubte er es auch den Prophetengefährten. Und die Prophetengefährten nahmen diese Beobachtungsgabe oder diese Beobachtung als Gabe auf. Und sie untersuchten. Und wer war es gewesen? Es war Amr gewesen, der sagte, dass die Römer 5 Eigenschaften haben. Und er beschrieb sie. Er hat darunter, dass sie die Unterdrückung ihrer Könige nicht dulden, und dass sie sich schnell erholen von Prüfungen und dass sie innerhalb von chaotischen Zeiten weise nachdenken und dass sie nach Niederlagen schnell wieder aufstehen und dass sie gut sich gegenüber den Armen verhalten. Ja, dass sie so ein ausgeprägtes Sozialsystem haben. Ja? Subhanallah. Und das alles, liebe Geschwister, unsere Eltern, unsere Voreinstellung, unsere Eltern, unsere engen Freunde, diejenigen, die uns, mit denen wir einfach nur regelmäßig Zeit verbringen, mit denen man sozusagen wortwörtlich abhängt. Vielleicht hat man denselben Weg zur Arbeit oder zur Schule oder zur Uni, hin und zurück jeweils. Ja, und dann ist er schon jemand, mit dem man regelmäßig sitzt. Die Gesamtgesellschaft. Das alles müssen wir analysieren und schauen, welchen Einfluss hat das auf uns? Was müssen wir jetzt zugeben? Was ist in uns drin einfach? Subhanallah. Was ist in uns drin? Das müssen wir erstmal zugeben und dann analysieren. Uns, unsere Eltern, unsere engen Freunde, diejenigen, mit denen wir regelmäßig abhängen. Ja, und die Gesamtgesellschaft. Alles das, liebe Geschwister, hat einen Einfluss auf uns.
Aber subhanallah, manchmal, wenn wir Umwelteinflüsse analysieren, ja, bei dem ersten Gedanken, ja, so Allah hat mich irgendwie so gemacht. Und da kann der gefährliche Gedanke in unser Herz einziehen, dass irgendwie wir nicht schuld sind, sondern wir irgendwie so gemacht worden sind. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil die gute Meinung Allah Ta'ala gegenüber, die gute Erwartung Allah Ta'ala gegenüber, ist das, was letztendlich unser Schicksal bestimmt. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ich bin so meinem Diener gegenüber, wie er über mich meint. Wenn wir Schlechtes von Allah Ta'ala meinen, das Übelste, was uns passieren kann, liebe Geschwister, nachdem wir zum Iman gefunden haben. Und wenn wir die Einflüsse unserer Familienmitglieder und unserer Mitmenschen untersuchen, kann es passieren, dass wir auch, ja, wir zeigen mit dem Finger und vergessen, wie viele Finger auf uns zurückzeigen. Ibn al-Qayyim, liebe Geschwister, er betonte auch die Eigenschaften, die eine Person sich selbst anerwirbt. Und er führte das auch zurück auf die Sunna, denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Derjenige, der sich genügsam gibt, der sich bemüht, genügsam zu sein, den wird Allah Ta'ala auch reich machen. Dem wird Allah Ta'ala Genüge geben. Und derjenige, der sich bemüht, geduldig zu sein, ja, dem wird Allah Ta'ala auch Geduld verleihen. Also dieser Hadith gibt die Weisheit des Volksmundes wieder. Übung macht den Meister. Wir haben selber viel, viel vor uns. Und Ibn Qayyim, er beschrieb weiter, dass teils die anerworbene Eigenschaft so stark anerworben werden kann, dass sie, als ob sie ursprünglich einem in die Natur mitgegeben worden ist. Quasi, dass man mit der, ja, für die Mehrheit gesprochen, 90%, mit der linken Hand am Ende so gut umgehen kann, als wäre es die rechte. Oder als wäre man, subhanallah, Linkshänder. Da müssen wir an uns arbeiten. Wir sollten, liebe Geschwister, so wie hunderttausende Jugendliche, ja, abends in die Fitnessstudios gehen und ihre Fitnesspläne haben und sagen, okay, hier ganz Körper und da Brust und da Bauch und ja. So müssten wir, liebe Geschwister, einen Charakterbildungsplan haben. Mit Grundübungen, mit Spezialübungen, die einem speziell mitgegeben worden sind. Weil man möchte einen personalisierten Trainingsplan. Nicht einfach nur nach 15. Der eine will abnehmen, der andere will zunehmen, der andere will ausdauernder werden, der andere will etc. Haben wir einen solchen Plan, subhanallah? Wahrscheinlich kümmern wir uns um unseren Körper mehr als um unseren Charakter. Schaut mal auf eure regelmäßigen Ausgaben. Ja, letztens gab es mal, gibt es immer wieder, irgendein Seminar findet statt und die Moschee oder der Referent verlangen 5 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro. Und dann alle so, hey, warum? Ja, subhanallah. Aber Fitnessstudio, Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung, Sportkleidung und Personal Trainer und ja, schaut euch eure regelmäßigen Ausgaben an. Worin investiert ihr? Worin investieren wir? Subhanallah. In unseren Charakter, in unsere Charakterbildung, in unsere Reise zu Allah Ta'ala, in unserem Streben Allah Ta'ala gegenüber? Wir müssen also an uns arbeiten. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, kommen wir zurück zu Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Woher kam er? Was war seine Geschichte gewesen?
Subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hatte ein erstauntes Lächeln auf seinem Gesicht, als er Abu Dharr den Islam hat annehmen sehen. Weil der Stamm der Rifari, das waren Räuber gewesen, liebe Geschwister. Die waren, ja, das, was wir heute Gangster nennen. Und ich komme nicht drum herum zu beobachten, dass sehr viele von unseren Jugendlichen gerne Gangster wären. Und wir haben keinen Bock auf Schule. Ja, wir machen uns lustig über Streber. Wir machen unsere Hausaufgaben nicht. Wir denken, wir wären die super Ausnahme und wir würden schnell zu Geld kommen und dann auch tauber machen können. Und subhanallah, sehr traurig. Manche finden das cool. Manche finden diejenigen, die diesen Lebensstil leben, empfinden sie als Vorbilder. Ja, und wir haben ja in den letzten 20 Jahren mehr und mehr muslimische Rapper und keine Soft-Rapper, Gangster-Rapper. Und letztens hat mir ein Freund erzählt von einer Serie. Ich habe kein einziges Bild von dieser Serie gesehen. 4 Blocks, sagte er. Ja? Schaut euch den Müll aber nicht an, liebe Geschwister. Und da geht es um arabische Clans. Und ich habe gemerkt, ich muss mich mit dem Inhalt dieser Serie befassen. Ich habe, wie gesagt, nichts gesehen, aber ich habe recherchiert. Die meisten von euch werden vielleicht davon schon bereits wissen. Aber es geht um arabische Clans, die kriminell sind, Prostitution und Drogenhandel und Gewalt und Erpressung und Mord und, ja, subhanallah. Und diese Serie bekommt sehr gute Bewertungen. Allein 22 entweder Nominierungen oder Auszeichnungen in den letzten 15 Monaten. Und es heißt, es wäre die beste deutsche Serie aller Zeiten. Und so authentisch. Dem Drehbuchautoren ist ein angenehm klischeefreier Blick auf Neukölln gelungen. Also nee, hier werden keine Vorurteile irgendwie transportiert. Ja? Subhanallah. Wisst ihr, was Tupac gesagt hat? Ich hoffe, dass er als Muslim gestorben ist. Er hat damals eine Filmrolle angeboten bekommen. Für relativ viel Geld. Als muslimischer Gangster. Und er lehnte sie ab. Er sagte, sowas gibt es nicht. Einen muslimischen Gangster. Gibt es nicht. Warum soll ich so etwas spielen? Und subhanallah, diese Serie, ja, und alle weiteren ist nur eine Anti-Dawa, liebe Geschwister. Wie sollen die Menschen den Islam ehren, wenn sie seine Anhänger mit solchem Dreck und Müll verbinden? Und wie sollen wir das Licht Allahs anderen Menschen weitertragen und weitergeben können? Wie sollen wir ein Mond sein? Ja, der Gelehrte wird vom Propheten als Mond beschrieben. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist die Sonne. Ja, weil der Mond, er spiegelt das Licht der Sonne wieder. Mal mehr, mal weniger. Aber das Licht der Sonne ist immer da, wie Ibn al-Qayyim beschrieben hat. Wie sollen wir ein Mond sein für die Sonne, für das Licht der Sonne des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn wir selber so etwas cool finden? Wenn wir vielleicht auch noch die gewisse Möglichkeiten verliehen bekommen haben, körperliche Stärke oder Kontakte in die Drogenszene oder sonst irgendwas und da mitmischen. Das passt nicht gut zusammen, liebe Geschwister. Deswegen sollten wir unser Herz reinigen und sollten eine Selbsterziehung angehen. Aber nicht urteilen auf andere und nicht hart. Ja, die Geschwister, die in dieser Serie mitspielen, aus Unwissenheit, die verstehen nicht, was sie damit verursachen, an schlechten Folgen. Wortwörtlich an schlechten Folgen. Ja, subhanallah. Was wir brauchen, liebe Geschwister, um uns selbst zu erziehen, ist eine Gemeinde. Eine heilsame Gemeinde. Eine Gemeinde, die Menschen mit Fehlern willkommen heißt. Und ihnen ein Gefühl des Zuhause-Seins auch gibt. Wie dem Prophetengefährten, der wiederholt immer alkoholisiert in der Gesellschaft aufgetreten ist. Ja, wie es in den authentischen Hadith-Büchern überliefert wurde. Aber wir tendieren dazu, die Reaktion einiger weniger Sahabis zu übertreiben. Und sagen, Allah verfluche dich und du bist nichts und so weiter.
Und der Prophet Muhammad ergriff ein, er sagte, sagt dies nicht, ihr helft nur dem Scheitan gegen ihn. Und er sagte auch etwas, subhanallah, was uns sehr, sehr aufpassen lassen sollte, hart über andere Menschen zu urteilen und sie abzuweisen. Er sagte, ich weiß, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Jemand, der öffentlich eine große Sünde begangen hat, aber er liebt Allah Ta'ala und seinen Gesandten. Und liebe Geschwister, die Welt da draußen ist eine Welt voller Verlockungen, die Haram verehrt und erleichtert und Halal lächerlich macht und erschwert. Deswegen verdienen unsere Geschwister noch mal 10-mal mehr Barmherzigkeit als der Sahabi damals, der in einer anderen Gesellschaft gelebt hat. Und er bereits verdiente signifikant Barmherzigkeit und die Umarmung. Wir wollen erzieherisch sein, liebe Geschwister. Es geht nicht darum zu urteilen. Wie gegenüber dem jungen Mann, der beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darum gebeten hat, Zina begehen zu dürfen. Hier geht es nicht um ein Urteil. Alles klar, das ist falsch. Der Person selber sogar. Aber wie kriegt man das raus aus dem Herzen? Wie kriegen wir diese Wünsche aus dem Herzen raus? Wir brauchen einander, liebe Geschwister. Der Muslim ist des Muslims Spiegel. Der Muslim ist des Muslims Stütze, in den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manche Dinge können wir nicht an uns sehen. Wir brauchen den Spiegel. Und manche Dinge, die wir an uns sehen, können wir nicht ändern, ohne die Hilfe unserer Geschwister. Und das ist unser großer Auftrag, liebe Geschwister, unser großer Auftrag, dass wir unsere Jahiliyyah aus uns rausbekommen durch eine heilsame Gemeinde. Lasst uns derjenige sein, der die Liebe Allah Ta'alas weiterleitet. Wir kennen alle den Hadith, dass wenn Allah Ta'ala jemanden liebt, er zu Jibril sagt, ich liebe diese Person, sag es den Himmelsbewohnern und Jibril sagt es den anderen Engeln und die Engel, sie geben es den Erdenbewohnern mit, Allah Ta'ala liebt diese Person, Jibril liebt diese Person, die Engel lieben diese Person, liebt auch ihr diese Person und dann empfängt diese Person auf der Erde Liebe und willkommen sein. Lasst uns auch eine solche Liebe weiterleitende Person sein. Keine, die wegstößt vom Guten oder keine, die abhält von der Moschee oder vom Gemeindeleben. Lassen Sie diese Barmherzigkeit nach draußen tragen, dieses Licht nach draußen tragen, liebe Geschwister. Und subhanallah, vielleicht urteilen wir jetzt schlecht über andere Menschen, die wie damals Abu Dharr Straßenräuber sind. Aber schaut, was aus Abu Dharr geworden ist, subhanallah. Einem der prägnantesten Asketen, Zuhad, der Ummah, und der so viel für den Islam getan hat. Aber was wäre, wenn er damals auf uns gestoßen wäre? Mit das, was noch ihm ansehbar war von seinem Leben. Wir hätten ihn vielleicht weggestoßen. Wir hätten vielleicht gesagt, du kommst hier nicht in die Moschee rein. Oder hätten vielleicht unseren kleinen Zirkel gebildet mit unseren kalten Schultern ihm gegenüber. Aber subhanallah. Wir müssen als Gemeinschaft barmherzig einander gegenüber sein und uns helfen in der Selbsterziehung und Prioritäten kennen. Wenn wir die Menschen zum Gebet gebracht haben, khalas, alles andere ist ein Selbstläufer. Weil Allah Ta'ala sagt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält ab von den schlechten und abscheulichen Sachen. Wir versuchen, die Leute von den schlechten und abscheulichen Sachen zurückzuhalten. Ist nicht möglich. Wir sind nicht As-Salah. Wir sollten die Menschen zum Salah bringen, zur Gemeinde bringen. Und dann wird alles ein Selbstläufer. Wir kennen es auch aus unserem Leben, subhanallah. Ohne die Kraft, die Allah Ta'ala uns verleiht durch das Gebet und durch das Zikr und durch das Dua, werden wir nicht fähig sein, liebe Geschwister, uns von gewissen Umklammerungen der Sünde zu befreien. Dazu brauchen wir einen Kontakt zu Allah Ta'ala und danach gute Geschwister, denn Allah Ta'ala segnet die Ummah über die Ummah und durch die Ummah. Wie Ibn Taymiyyah sagte, Allah Ta'ala, er verleiht Schwäche, damit man durch diese Schwäche die Solidarität, die Unterstützung des Bruders bekommen kann. Damit am Ende diese Uchuwa, diese Geschwisterlichkeit noch stärker wächst. Deswegen kommen wir und jeder, liebe Geschwister, in Notlagen. Materiell, immateriell. Auf dass wir die Solidarität, die Unterstützung, die Barmherzigkeit, das Herz, die Hand des Bruders, der Schwester helfen spüren können. Subhanallah, ein Bruder, er sagte, Bruder, weißt du, was wir machen müssen?
weil die Leute, die lieben diese Rocker-Gangs. Der Imam, der soll so eine Lederjacke haben, wie die Rocker, und dann steht da vorne drauf Imam. Und dann die anderen, die sollen andere Abzeichen haben. Das ist dann richtige Dauer. Subhanallah. Weil diese Lebenswelt hat ihn fasziniert. Und er will diese Lebenswelt in den Islam reinbringen, in die muslimische Umma reinbringen. Aber wir müssen die muslimische Umma in diese Lebenswelten reinbringen. Diese Lebenswelten verändern. Ja? Subhanallah. Ja Allah, ja Mujib, ja Mujib, ja Mujib. Du bist derjenige, der das Bittgebet erhört. Unsere Herzen lieben den Propheten. Segne ihn und schenke ihm Frieden, ihm und seiner Familie und seinen Gefolgsleuten. Und lasse uns zu den Letzteren zählen. Reinige uns, O Allah. Führe uns zum Gebet, O Allah. Bitte vereinige die muslimische Umma. Lasse uns ein Organ in dieser Umma sein, eine Aufgabe in dieser Umma haben, O Allah. Und lasse uns mit allen anderen Organen der Umma mitfühlen, wie ein Körper eben mit all seinen Gliedern. O Allah, viele Menschen, die Not leiden, die vergessen worden sind von Menschen, die helfen können, die bekriegt werden, die hungern, die fliehen mussten, die kein Zuhause mehr haben, die keine Hoffnung außer die Hoffnung dir gegenüber haben, O Allah. Bitte erleichtere ihnen ihre Prüfung. Bitte nimm sie von ihnen hinweg. Bitte schenke ihnen Selbstbestimmung und Freiheit, auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah, ohne Schranken, ohne Fesseln. O Allah, wir haben gesündigt, so bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben, die uns vorangegangen sind. O Allah, und diejenigen, die noch zu dir kommen werden. Und lasse uns am Tag des Gerichts einen Freude und stolz erfüllten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begegnen dürfen, der unseren Kopf streichelt, der uns aus seiner Hand trinken lässt und der uns drückt wie ein liebevoller Vater. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.